Der erste Eindruck zählt und der führt eigentlich immer über die Optik. Daher ist Design schon immer ein elementarer Bestandteil. Und der Audi TT ist ja quasi der Inbegriff von Automobildesign, das originell, zeitlos und ikonisch ist. Und das seit mittlerweile 25 Jahren. Kaum zu glauben, aber das Sportcoupé hat tatsächlich schon ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel. Der Name TT erinnert zum einen an das legendäre Motorradrennen Tourist Trophy, zum anderen aber auch an den NSU TT. Doch der Audi ist vor allem eines: schön. Und das in jeder Generation. Von Exterior Design ist natürlich, denn TT hat sehr spezifische Zutaten an, ein ganz klares Silhouette, ein Dreibox-Design, Details, die zum Beispiel Motorraubekante, dem Schnitt dem Dachkuppel, unsere berühmte Tankdeckel, Endrohre ein bisschen mehr zusammen, additive Radläufe, das sind alle Elemente, die durch die drei Generationen von TT jetzt da genutzt sind. Und das bringt jetzt eine Brücke zwischen die Generationen. Wir fahren hier den vermutlich kompromisslosesten und brutalsten aller TT. Aber denken wir uns einmal die Anbauteile, die Flaps, die Spoiler weg, dann hat auch der dritte Audi TT dieselbe klare Formsprache wie seine Vorgänger. Und die hat ihren Ursprung im legendären Bauhausstil der 20er Jahre, der heute noch mit gutem Industriedesign, innovativer Architektur und schönen Uhren assoziiert wird. Keine schlechte Idee, ein Auto in diesem Stil zu bauen. Das TT-Design ist nicht nur von außen ikonisch, sondern auch von innen. Und das macht vor allem der Blick aufs Cockpit deutlich, denn es fehlt etwas. Also dem Auto fehlt nichts, aber es fällt auf, dass im Gegensatz zu allen anderen Autos, die es aktuell am Markt gibt, hier kein Bildschirm montiert ist. Also Fahrinformationen und Multimedia, das kommt alles ins digitale Instrumentenpanel. Und damit bleibt hier Platz für nichts, für gutes Design. Und damit ist er innen genauso klar wie von außen. In diesem Fall ist es nicht nur das zeitlose Fahrzeugdesign, sondern auch die Umgebung, die uns überzeugt. Eine nahezu perfekte Kombination. Die sanften Riesen der Alpen strahlen die Ruhe selbst aus. Das schmale Asphaltband windet sich so grazil um die Felsen, wie ein Tütü um die Hüften einer Balletttänzerin. Der TTRS hingegen verhält sich komplett widersprüchlich. Er ist der Rabauke, der jede Kurve sofort auffrisst. Also der TT ist wahnsinnig traktionsstark, das merkt man besonders hier auf der Hochalpenstraße. Mit dem Quattro-Antrieb aus der Kurve heraus beschleunigen, besonders so aus engen Kehren, ach, das ist einfach eine Wohltat. Die zerklüftete Landschaft bringt die stilsicheren Kurven des TT noch deutlicher zum Vorschein, bei jeder der drei Generationen. Doch es gibt schon viel Unterschied zwischen erster, zweiter und vor allem dritter Generation TT, denn während die ersten beiden sportliche Coupés waren, ist der dritte Audi TT dann doch ein waschechter Sportwagen. Besonders hier als RS mit 400 PS aus diesem Fünfzylinder, der so herrlich klingt. Dank der unvergleichlichen Zündreihenfolge von 1, 2, 4, 5, 3 beschallt der TTRS die unwirkliche Umgebung mit dem charakteristischen Klang, der sich unweigerlich mit seinem eigenen Echo zu einem wahren Orchester vermischt. Eines ist klar, das ist eine mehr als würdige Jubiläumsfahrt. Ein Vierteljahrhundert und kein bisschen gealtert. Es gibt einen Grund, warum der Audi TT in sehr vielen Designmuseen dieser Welt steht und auch die Automobilgestaltung nachhaltig beeinflusst.